Oh, willkommen, willkommen. Zurück hier bei Borderlands und bei Frau Lück. Wir haben ein kleines Problem. Und zwar haben wir uns wahrscheinlich bei den Waffen verskillt. Und müssen jetzt dafür gerade stehen. Komm mal her. So. Oh Gott. Oh Gott. Ah, ich bin nicht gerüstet für diesen Kram. So, noch ein Schuss. Also diese Waffen, die ich im Moment habe, bringen mir eigentlich so gut wie gar nichts. Habe ich das schon gesagt? Und die ist echt zu langsam beim Nachladen. So, mal gucken hier. Das sieht ja aus wie ein Hinterhalt. Da oben ist ein Teil. Die Frage ist bloß, schaffen wir das bis dahin? Schnell, schnell, schnell. Komm, komm, komm. Ja, oh nein, da ist einer gewesen. Da drüben ist einer. Ja, doch, 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 doch. So macht das Laune, so macht das Spaß. Also mir auf jeden Fall. Gehen wir mal hier rein. Schauen wir mal. Schön. Und? Palim, palim. Oh, da kam jemand. Da war doch jemand. Da unten ist eine Kiste. Die sollten wir uns dann näher mal angucken. Uäh. Da ist da auch so ein Pokal. Jawohl. Da muss man hin. Da ist auch einer. Guck mal. Spitze. Headshot. Ah, da ist eine Station dann. Cool. Oh Gott, was ist das für einer? Mit einem Kopftreffer sollte das doch eigentlich relativ unspektakulär vonstatten gehen. Ein kritischer Treffer, noch einer und erledigt der Fall. Und jetzt können wir uns vielleicht hier noch eine Pulle holen. Nee, brauchen wir nicht. Gut. Ist hier noch einer? Da drüben ist noch einer, guck mal. Gewesen. So liebe ich es. So, hier, das kann man einsammeln. Oh, was ist das? Da unten ist noch einer. Achtung, und. Tschüss. So, dann haben wir das. Dann brauchen wir nur noch das eine hier. Wo war denn das? Ah, hier gibt es noch ein wunderschönes Magazin. Aber ich habe doch diesen Pokal gesehen. Wo sind die jetzt hin? Der war doch hier. Manchmal sieht man den Pokal vor lauter Bäumen nicht. Ach, da oben. Hier, guck. So, was haben wir hier noch? Sehr schön. Aha, und Geld? Jawohl, ich brauche nämlich ein bisschen Geld, damit ich wieder hier ein bisschen was zusammenflicken kann. Jetzt kann es eigentlich bloß noch der Griff sein. Der Griff ist wo? Da. Aber erstmal gehen wir da rüber. Ich meine, wir können den ja nicht umsonst platt gemacht haben. Kommen Sie, kommen Sie. Jawohl, hier schön Kiste und nur Magazine. Naja, ist jetzt nicht so dolle. Oh, da geht's auch ziemlich weit runter und ziemlich weit nach hinten. Da wollen wir aber gar nicht lang, sondern wir wollen. Was sind das hier? Nichts. Wir wollen. Warte mal, wo müssen wir denn lang? Zeig mal. Hier unten. Da! Bingo! Dann können wir diese Waffe noch nehmen hier. Oh, geil! Herausforderung Plünderer geschafft. Und wir steigen langsam im Level auf. Warte mal, was ist denn das für eine komische? Eine Explosionsgeschichte. Okay. Keiner will mir irgendwas geben. So, wo müssen wir denn hin?
Schnitzeljagd. Bringe sämtliche Teile nach Firestone. Ich habe Skax immer vom östlichen Kamm nahe der Mine gejagt. Ich hatte an einer Sniper Rifle gearbeitet. Okay, wo müssen wir jetzt hin? Das heißt, wir müssen wieder zurück. Oh Gott, dieser weite Weg. Das passt mir jetzt irgendwie gar nicht. Ich gehe mal hier hoch. Hier war doch irgendwo so eine Station fürs Auto. Halt. Hier lang. Irgendwo war doch hier so eine Autostation. Dort ist eine. Guck mal. Vielleicht kann man das ja benutzen, damit man mit dem Auto fahren kann, oder? Außenposten erreicht. Sledge Slave House. Safe House. Oh nee, da können wir noch nicht hin. Wir nehmen erstmal alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Nee. Ich glaube, das ist noch keine gute Idee. Mist, ich dachte, hier kann man die... Kann man sich so ein Auto besorgen? Okay, auf geht's. Dann gehen wir halt zurück. Wie sind wir denn gekommen? Ach, hier lang. Okay. Ihre Läden haben neues... Oh, guck mal hier. Hier gibt's noch was. Sehr schön. Kommt her. Oh, halt. Feuerresistenz. Bringt mir nichts. Ich lieber das hier, was ich gerade habe. Oh, hier. Oh, was ist das? Nee. Ist alles schlechter. Und hier auf dem Klo, was gibt's da noch Schönes? Jawohl. Ja, diese Dinger sind schon nicht schlecht, aber irgendwie bringt das ja nichts. Warte mal. Meins hat jetzt... 202 zu 37. Das dauert zwar länger, aber... Und das hat... Das bringt auch nichts. Bringt nichts. Hab ich alles. Tausendmal besser. Da liegt noch ein Fuß. So. Das heißt, wir gehen hier durch. Ah, da ist noch eine Kiste. Guck mal, da unten. Die lassen wir uns nicht entgehen. Nimm mit, was geht, Frau Lück. Frau Lück nimmt mit, was geht. Und dann gehen wir einfach hier durch und hoffen, dass uns jetzt keine großen Überraschungen mehr ereilen. Tschack. Da ist gelb. Das ist wahrscheinlich der letzte, den wir benutzt haben. Den machen wir jetzt mal wieder grün. So. Da sind wir wieder. Und da ist ein Kopfloser. Und da oben ist schon wieder einer. Der war gut, dieser Schuss. Aber wo kam der Typ jetzt her? Da ist auch noch einer. Achtung, und? So, das mal klar zu machen. So läuft das. Und weiter geht's mit Gebrüll. Wie der liebe Sheratan nun mal sagt. Ich hoffe jetzt... Das gibt's doch nicht. Wo kommen die denn her? Oh nein, und Scrux auch noch. Oh Gott. Und Facewalk. Weg, weg, weg. Komm, schnell, 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 schnell. Gegen die haben wir keine Chance. Da kommt doch keiner, hä? Die haben mich nicht bemerkt. Ist das noch einer? Nee, das sind Tote. Oh, leck. Warte mal, die Läden haben neues Inventar. Erhalte 100 Gesundheitspunkte in 10 Sekunden. Kann im Speicher transportiert werden. Was kostet denn das? 280. Ach so. Quatsch, das wollte ich nicht. Ich wollte erst mal gucken. Was haben wir denn, hier? Gesundheitsboost, Kapazität 130. Level 10. Was haben wir hier? 190. Hohe Kapazität, erzeugt einen kleinen Feuerstoß, brauchen wir nicht. Und was gibt's hier Schönes? Klebeschaden. Kann ich irgendwas verkaufen vielleicht von den ganzen Mist? Hier. Nimm das.
Die war auch scheiße. Ladyfinger. Der noch wegkommt. Die Sniper ist zwar gut und schön, aber es ist eigentlich auch nicht das Wahre. So. Auf geht's. Nach Arid Badlands. Verwende Wegpunkt und Karte, um deine Missionsziele zu finden. Ist es wahr? Entzückend. Wer hätte das gedacht? Da sind wir wieder. Palim, palim. Guten Tag. So. Hier, wo ist mein Auto? Hey Mann. Wem sollte ich das eigentlich abliefern? Ach, ein Firestone, ne? Komm, wir holen uns mal ein Auto hier. So. Und in den Fahrersitz hinein. Auf geht's. Schön pinkes Auto. Die Kisten sind aber immer noch rot. Okay, alles klar. Oh lala, da geht's nach Firestone. Oh, schönes pinkes Auto für Frau Lück. Das ist schön, da freut sie sich. Fetzt. So, Level 13. Kommen Sie. Check. Laufen wir. Los. Ich will diese Mission haben. Muss ich hierher? Ja, ich muss hierher. Und Karacho. Höchst effektiv gegen nackte Haut. Kann Feinde in Brand stecken. Sehr schön. Blutige Reifen. Schwierigkeit trivial. Ach, das könnte man noch nehmen beim nächsten Mal. Schwarzes Brett Firestone. Sprich mit Raid Saban. Klingt auch spannend. Tagebuch. Lade 5 Tagebucheinträge von den Datenschreibern in Arid Badlands herunter. Pille. Oh. Oh. Okay. Wo ist denn die Sniper Rifle jetzt? Habe ich die oder habe ich die nicht? Mal gucken. Wir haben sie. Dann nehmen wir die doch. Vergleichen wir die doch mal mit der. So, die hat weniger Schaden und ist kürzer. Die hat aber sehr hohe Elementareffektmöglichkeit, kritischer Treffer. Ich denke mal, wir sollten tauschen. So. Ich denke auch, das ist sinniger. Okay, der Minenschlüssel. Schauen wir mal. Na, ist immer noch zu hart. Das ist immer noch nicht richtig schaffbar. Da müsste man erstmal eine andere Mission noch machen. Was hat er hier noch für uns? Was kann ich für dich tun? Eigentlich nichts. Ich halte die medizinischen Geräte am Laufen. Mehr was oder? Kriegt man denn hier? Gar nichts. Sehr langsame. Schnelle Aufladung. Nee. Bringt alles nichts, mein Junge. Shock to the system. Du hast, was du brauchst, also verschwinde. Genau, sehe ich auch so. So. Gut, dann werden wir die nächste Mission annehmen. Und ich denke mal, das sind die blutige Reifen. Was gibt's denn da? 1100? Und hier gibt's bloß 500. Dann nehmen wir die doch. Straßenkills. Scooter lässt euch diese Pumas fahren. Ja, weißt du, was lustig wäre? Straßenkills. Über jedes lebende Ding zu fahren, das dumm genug ist, vor unseren Kühlergrill zu laufen. Aber ich glaube, du bist zu zart beseitet. Ich wette 500 Credits. Dass dir der Mumm fehlt, einen Straßenkill durchzuziehen. Ha, dass ich nicht lache. Das machen wir beim nächsten Mal. Bis denn dann. Ciao, tschüss. Frau Lück hatte bis jetzt nicht allzu viel Glück. Bis denn.